Ja, what the fuck, Alter? Ne? Avermedia wird zum größten Pimmelverein aller, die ich kenne, Alter. Wirklich. Ne? Mögen, dass die Scheiße ruckelt wie sonst was, ja? Wie Müll ruckelt, ja? Mahlzeit aus Mauritius. Oh, du hast geschafft! Willkommen, willkommen, Nofo, ja? Willkommen, willkommen. Du bist gut angekommen, freut mich, hoffe, das ist schon warm, aber hier ist kalt, Alter, wirklich. Ich muss mir eine Jogginghose anziehen, weil mir richtig so kalte Unterschenkel bekommen, richtig wehgetan, schon, Alter. Irgendwie so 20 Grad draußen oder so, ja, durch den Reffer, durch hier, ja, lass mich kurz ragen, ja. Ich habe gar keinen Ton gehabt, war aber mehr, der sich denkt, der Chef von dem Mischpult, was ich gerade teste. Ja, du musst mal jede Woche dich neu anmelden mit deinem Passwort in deinem Konto, in der Software hier, sonst funktioniert das ganze Stream Deck nicht. Fick dich. Okay, cool. Hab ich halt nicht, hab's halt, ist, vor allem das Fenster minimiert sich halt, also es war nicht offen, dass ich es nicht gesehen habe, Rechnerstart. Heißt, ich muss jetzt erstmal manuell das Programm raussuchen, öffnen und dann, ja, musst dich jetzt erstmal anmelden. Ich so, was zum Fick? Denn lass es doch wenigstens funktionieren, Alter. Das Programm kostet kein Geld. Warum sich verlangen, dass ich mich da anmelde? Für was, Alter? Es kostet kein Geld. So was soll ich mit dem Programm machen, wenn ich nicht eure Hardware kaufe, hä? Nix, Alter. Wirklich. Picker, Alter. Heute Zeugnistag. Und die Wanderzeugnisse. Was hast du bestanden? Hast du bestanden? Bin tatsächlich nicht abgestürzt. Aber gibt einen Rückflug. Ne, wir haben es geklärt, die Wahrscheinlichkeit, dass du abstürzt, super minimal. Super minimal, ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn ich mal einen Stream pünktlich anfange. Als das, ja. Ja, herzlich willkommen, was gehört, herzlich willkommen, ja. Ich hab ihr Gamesound? Ja, das Spiel nicht. Cool, ich höre das Spiel nicht. Boah. Positiv, aber nicht gut. Okay. Was habe ich, wie hab ich denn das gebaut gehabt, ey? Und möchte das Spiel nicht. Ich krieg hier eine Macke, wirklich, ne? Ich krieg hier eine Macke, ey. Diesem Scheiß, ey, wirklich. Hier gibt's den Creator Mix. Ja, den Creator Mix will ich doch. Als Wiedergabegerät auf mein Headset packen. Hallo? Ich dürfte mich aber nicht hören, okay. Ach, es funktioniert, Alter. Ich höre Ton. Alter, ne? Komplette Audioeinstellung zerlegt, Alter. Nur weil ich mich angemeldet habe, Alter. Dankeschön für den einen Bit, ja? Ein trauriger Bit für ein enttäuschendes Zeugnis. Ich hab nichts mit Rap Singles und ich hab meine Ausbildung mit 2 abgeschlossen, ja? Mit 2, ja? Mit einer guten 2. Ja. Es war nicht enttäuschend. Das ist doch gut. Also hast du, sagen wir eine 3 oder sowas. Ach schon, in Österreich gibt es ja, wo es geht, aber es ist bis 5, ne? Wie macht denn ihr es dann? Ist denn eine 3 noch gut bei euch oder 3 schwer? Kacke, weil bei uns, bei 1 bis 6 ist eine 3 so in die Mitte. Sagst du, ja, ist okay noch, ne? 4 wird kacke, 2 ist besser, ne? So, bei 3 bei euch, wenn es bis 5 geht, ist ja eine 3 bei uns eigentlich so eine 4. Oh, fuck, Alter. Ich hab mich heute mit dem Lötkolben verbrannt, Alter, richtig dolle. Und ich hab halt so dran gekratzt, was gehört, und einfach so aufgegangen, sind die Brandblasen aufgegangen. War sehr heiß los, weil ich direkt eine Brandblase bekommen habe, würde ich mal behaupten, ja. Aber ja, crazy. 3 ist okay, also ich habe 2 und 4. Aber hast du 2 und eine 4 oder was? Ja, oh, und noch eine 4. Ja, okay. Dann machen wir damit, Dankeschön. Und dann, ein nicht enttäuschter Bit. Dankeschön, Dankeschön. Ich will mir schnell ein Glas, weil ich muss was trinken. Ich habe kein Glas, ich habe was hier. So eine gigantische Trinkflasche hier, ja. Und so eine Menge Wasser reinmachen, also 2 Liter. Die ist ziemlich geil. Ich will es nicht im Stream raus trinken die ganze Zeit, oder? Kommt irgendwie so vor wie so ein Fitness-Influencer. So.
Ja, du bist 2 Liter am Tag trinken und hier mit meinem Zusatz hier, der nur nach Zitrone schmeckt, aber 75 Euro kostet, da machst du richtig gesund und Entgiftung und so, ja? Ja, schmeckt nix geiler als das, ja. Treffer der 2, eine 4, eine 4, eine 4, eine 4, eine 4, eine 4, eine 2, eine 3 und eine 1. Aber Religion, okay, das ist klar einfach. Okay, kurz Glas. Oh Mann. Projekt Serverschrank geht weiter, ne? Ich hab noch mehr Lüfter bestellt, Alter, ja. Das wird ein Chaos, ey. Morgen kann ich das Blech schneiden. Das wird doch alles richtig funny. Der Schluck auf, geil. Alter, was zum... ich wollte eigentlich einen Titel ändern. Hab ich ganz vergessen gehabt. Was soll ich einen Titel ändern? Irgendwas hatte ich schon in D gehabt. Irgendeinen Titel. Ah. Hauptsache positiv und ich kann zur Lab. Was für Lab, Alter. So genau. Was wir machen müssen, müssen uns immer diesen Whisky holen, so. Whisky, Scotch, was auch immer. So, wir müssen alles unter. Ja, so ein paar Heilsamen würde ich vielleicht auch wegpacken. Abbrechen. Ah, alle! Ah, okay. So, nutzen wir auch nicht. Lehrabschlussprüfung. Also du wirst zur Abschlussprüfung zugelassen, würde ich mal sagen. So für meinen Verständnisbereich hier. Okay, wir haben genug Flaschen, ich sage 61 Stücke, wenn die alle auffüllen. Denke ich mal, haben wir da einen guten Stand schon mal. Das kann man auch rauspacken, wir müssen ein bisschen Gewicht einsparen, denn wir haben das Problem sonst, dass wir hier, nicht alles tragen können. So. Wir holen uns ein bisschen von dem Stuff, von dem Geilen hier, ja. Von dem Schnaps. Ich finde immer, dass es wie langsamer TikTok-Sound klingt, ey, das ganze Teil da. Da hast du schon mit dem Winkelschleifer gearbeitet? Ja, das ist jetzt mein neues Thema, ja. Winkelschleifer, Alter. Ich muss sagen, ne. Ich muss jetzt aber leider ein bisschen mehr, muss ich damit noch schneiden, ja. Und ich bin echt surprised. Dafür, dass es kein namhafter Markenhersteller ist, sondern eher ein No-Name-Produkt, aber nicht. Also schon ein besseres No-Name-Produkt, ne? Bin ich echt überrascht. Ich hab's ja noch nie geflext, aber ich bin echt positiv überrascht, wie gut es funktioniert. Auch mit nicht einem 250 Euro Markengerät, ja. Also ich muss sagen, ey, ganz cool, ja. Ganz cool. Ist halt bloß nicht so zu empfehlen. Mit dem Winkelschleifer in der Wohnung, weil, ja, ich weiß hier, also, ne, Flex, wer das mit dem Winkelschleifer hier anfangen kann, man nennt es oft auch Flex, ja. Dieses Gerät, wo diese Scheibe sich dreht und man durch Stahl schneiden kann und sowas, wo so richtig viele Funken sprühen, ja, die Funken sind basic einfach glühende Metallspäne und natürlich, die fallen auf den Boden und kühlen natürlich direkt ab, so, keine Frage, ist nicht so schlimm, plus dass der ganze Boden voll mit so ganz kleinen, mini kleinen schwarzen Metallspänen. Und das ist schon ziemlich kacke. Vor allem, wenn du es in der Wohnung machst und denkst, ja, ach, ja, wird schon. Und dann, Alter, ich habe hier auf dem Schreibtisch und so über diese ganzen kleinen Metallspäne, weil das bisschen reingeflogen ist, ja. Gar nicht mal so geil. Gar nicht mal so geil, kann ich euch sagen, ja. Aber ich muss echt sagen, ne, hat echt gut funktioniert. Ist natürlich ziemlich laut, ne, wenn du Metall schneidest, aber. Ja. Ist halt besser, als wenn du mit der scheiß Eisensäge darum eierst da Ewigkeit, ne. Geht deutlich schneller und einfacher. Wenn ich jetzt morgen auf Serverschrank mache, kann ich mit Eisensäge, komme ich da gar nicht ran, also brauche ich einen Winkelschleifer. Tenjäger, Winkelschleifer, was gibt's noch? Flex? I don't know, was noch alles hier weiter gibt. Okay, wir das Ganze so viel abfüllen. Ich würde schon fast die 60 Flaschen voll machen, oder? Denn wir haben gesehen, das gibt uns richtig viel Cash für unseren Shit und wir können den ganzen Duty einfach richtig leer ziehen. Ja, der ganze Cash und können einfach uns den besten Shit da, den man hat, anbietet, einfach kaufen halt, ne? Durch easy money, ne, im Endeffekt, damit. Wir müssen einfach nur Eier machen, müssen das nie wieder auffüllen, das Teil. Ist natürlich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, unbalanced, habe ich das Gefühl, oder?
Man muss einmal diese Quest machen und kann ja unbegrenzt hier mit Glasfisch, die ich in der Welt richtig oft finde, einfach so Alkohol abfüllen. Ich glaube, das kostet 16 Pfund wert. 16 Pfund ist halt schon echt viel. So. Für eine. Und ich brauche wirklich nur eine leere Glasfisch, um diese Quest machen. Das kann ich mit unbegrenzt Money machen im Endeffekt, weil das habe ich ja schon 30 Flaschen bestimmt hier abgefüllt und das ist immer noch nicht leer. Und das wäre weird, man. Warum sollte man 30 Flaschen abfüllen können und danach nicht mehr? Das scheint kein Limit jetzt zu sein. Oder vielleicht sage ich auch. Na, nicht mehr als 100 und danach ist alle, aber wäre auch weird. I don't know. Das haben sie einfach nicht bedacht. Und es gibt einen Sound, dass er diesen Haken aufmacht. Dieses Quietschen zum Anfang, aber er macht es halt nicht auf. In der Animation, das verwirrt mich auch so ein bisschen. Oha, oder? Ich hätte nicht so viel Eis verrechnen sondern das Wasser ist richtig schön kalt, aber es ist ja halt draußen auch richtig schön kalt. Also. Ja! Aber ich kann mich freuen, ne? Ich habe keine Rufbereitschaft mehr. Ich bin echt froh. Die Woche hat mich echt zermürbt. Ey, gestern Abend musste ich auch nochmal raus, ja. Weißt, ich war gerade so geil am Bastard, was gelötet und so. War richtig so drinne, war so richtig im Flow, so ein Podcast angehabt, hab so gelötet, dass so, Alter, kommst richtig gut voran, macht richtig Bock, ne? Und dann haben sie mich angerufen, ich muss los, ja, fickt euch, Alter. Da war ich bis 22 Uhr fast unterwegs. Ich so, Alter, wirklich jetzt, ne? Und ich musste aber um 5.30 Uhr wieder aufstehen, weil ich halt, ne, das auf was anderes reparieren musste heute. So, also, war geil auf jeden Fall, ja, war geil. Hat richtig Bock gemacht, kann ich sagen, ja. Also, Wochenende auf jeden Fall ausruhen. Obwohl, na, ich habe Sonntag und Montag auch nochmal Rufbereitschaft für den Kollegen, Alter. So ein Scheiß, ey. Ah, nehmen wir uns erstmal eine ganze Flasche, das Ganze, wir waren die alle vorher jetzt immer schon... wie viel haben wir noch übrig? Ist das jetzt abgezählt schon? Ist das schon abgezählt? Okay, ne. 37 Flaschen haben wir noch übrig. Ich denke, wir werden auch so 17 voll machen, dass wir so 20 übrig haben. Obwohl, eigentlich, wie gesagt, basically, wenn wir uns die einmal holen, wir haben unbegrenzte Vorrat in diesem Druckluftspeicher. Wir können eigentlich auch alle einfach, hier vor allem auch wenn es ein bisschen dauert, aber dann müssen wir nicht so oft wieder zurück, eiern, bla, wir können aber halt gut Geld machen und die Bobbys hier. Wir können die Bobbys damit bestechen. Das ist halt einfach OP. Das ist ja einfach, also dieses Deal, ne, der merkwürdige Alkohol, wie er heißt. Der ist einfach fucking OP, so wenn es nur Scotch wäre, mit dem man bestechen könnte, Alter, wäre Scotch richtig wichtig, um es zu hart grinden, also ne, suchen und so. Aber so easy einfach alle bestechen, einfach alle drunken, einfach alle geklärt hat einfach, ne. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, manche Stellen im Spiel gibt es einfach so Bugs, die einfach nicht hätten sein sollen, halt, ne, wie mit dem... Dass die eine Mauer da verschoben ist, dass sie auf die Wiese einfach rauflaufen konnten, warum auch immer. War ein bisschen weird. Hat so ganz, die ganze Spielwelt sowieso kaputt gemacht, würde ich sagen. So, es hat aber nicht so echt gewirkt mehr, so realistisch. Hätte ich gesagt, hey, what the heck? I don't know. Und, Ref? Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du das bestanden hast. Ja, kann man schon sagen, oder? Bestanden nicht, ne? Dann natürlich kein herzlichen Glückwunsch, den hast du nicht verdient, ja. Nee, also, du hast ja schon mal die Berufsschule, also heißt, du bist jetzt zur Abschlussprüfung zugelassen, war es ja schon mal sehr tolles, ja. Natürlich die Daumen natürlich für deine Lehrabschlussprüfung, ja. Und danach wolltest du ja Fleischer werden, oder? Hast du gerade, du wolltest irgendwie eine Fleischausbildung machen? Heißt nicht bei euch anders? Metzger, Fleischer ist bei uns, oder wie heißt denn bei euch? Ich weiß gar nicht. Was, irgendwas hast du gesagt, ne? Irgendwas heißt, geht glaube ich anders. Ich habe es anders in Erinnerung. Warum bist ich wütend an der Animation, ne? Es fließt irgendwie auch alles dran vorbei, irgendwie von der Animation, oder? Oh! Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass mein Ersatz für mein Mischpult unterwegs ist und dass das... Wann soll das ankommen? Ist jetzt die gute Frage. Denn das irgendwie soll jetzt umgeleitet werden. Ich habe sogar gedacht, ey, wird jetzt umgeleitet. Ich so, okay, what the heck, ich will es nicht. Ich will es ja, wenn es jetzt eine Woche ankommt. Ja, voraussichtliche Zustellung ist jetzt nächste Woche. Ja, okay. Dann soll das schon in die Filiale gehen. In den Paketshop da. Weil sonst wäre doof. Ja. Wenn es durch Samstag ankommt, könnte ich das auch easy peasy einbauen. Hier könnte mit dem neuen Mischpult weiter, alten Mischpult weiter machen. Jetzt habe ich meine Lötskits wieder aufgefrischt hier, aber ich denke mal, das wird nicht so ankommen. Ja, wenn sie heute erst abgegeben haben beim Paketdienstleister, wird es morgen. Ja, es dafür ist schon zu spät, dass es. Ah,
Mal gucken. Weiß ich nicht. Ich glaube, morgen kann ich es nicht mehr ändern, die Zustellung in die Filiale. Mal gucken. Dann muss ich morgen nochmal in den Paketshop rein hasseln und das holen, damit ich halt am Sonntag irgendwie umbauen kann. Weil ich muss ja das alte irgendwo auch zurückschicken. Ich kann es ja nicht zurückschicken, wenn das alte noch nicht funktioniert. Das neue kann ich nicht zurückschicken, wenn das alte nicht funktioniert hat. Dann macht es halt Sinn. So, wie auch. So, jetzt haben wir noch 6 Flaschen überfüllt und dann haben wir 61 Flaschen voll mit merkwürdigem Alkohol. Das ist gut. Lustig, weil einfach unser Inventar einfach auf voll sein, weil das wiegt ja ein halbes Kilo. Flipp, ich würde sagen, das ist ein Kilo, oder? Was soll's. Nichts falsch, aber einfach 1 zu 1 umrechnen, oder? Das ist scheißegal. Ich hätte ein halbes Kilo. Max, du hast die Telegram-Nachricht so schon gehört. Dass du mich gefragt hast, wann ich heute streame. Oder eine Gruppe? Oder wo? Oder wie? Oder was? Ich finde irgendwie. Ach, keine Ahnung. Das Spurt übersteuert nicht. Aber. Also, was ist übersteuert nicht? Oder. Irgendwie alles weird. Wenn da kein zweiter Haken dran ist, dann habe ich sie nicht gehört. So, eigentlich habe ich nichts mir gerade angehört. Ich habe gerade kurz. Ich habe mein Handy entsperrt, um in die E-Mail zu gucken. Ob mein Arzt für das Beispiel ankommt. Da war Telegram offen. Ich weiß nicht, ob dein Chat offen war. Da kann es sein, dass du einen Haken dran hast. Aber ansonsten, wenn es das der Fall ist, dann habe ich es ja nicht gehört. Erzählt habe, dass ich gedacht habe, dass ich. Was? Als ich erzählt habe, dass ich gedacht habe, dass es morgen ist. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Ich denke mal, da habe ich noch nicht gehört. Wir haben Durst. Wir haben Durst. Da sollten wir natürlich erstmal was trinken hier. Wenn ich mal rein dachte, ich kann jetzt den Brunnen nutzen, um meine Flasche aufzufüllen, aber nee. Leider konnte ich natürlich mit der Feldflasche auffüllen. Frechheit. Allerdings hat die Alkohol 61 Stück haben wir jetzt. Ja, das ist so gut. Endlich was mal über dieses untere Menü, wo ich voll jetzt einfach direkt ausfüllen, das eigentlich halt ist, würde ich mal das ganze große Menü öffnen halt, ne? Jetzt können wir einfach exploiten, können wir hier einfach easy mit unserem Money machen, einfach halt, ne? Weil jetzt Zugang hier jetzt auch nicht mehr sperren. Was wir natürlich auch machen könnten. Machen sie aber nicht. Natürlich ist das einfach, obwohl ich weiß nicht, ob es einfach ist, es einfach auf 5 Items zu begrenzen, auf 5 Flaschen, oder man sagt, ey, machen wir die ganze Insel zu, I don't know. Wahrscheinlich für beides zusammen auch nicht schlecht. Wo ist unser Unterschlupf? Und da hinten ist bloß das Portal, sag ich mal, der Durchgang. Hier wird keiner misstrauisch. So. Wo haben wir denn den Scotch? Wo ist denn der? Gar keine Wundmedizin? Oder ist es im anderen? Ich glaube, es ist ein anderer Behälter drin, oder? Wundmedizin? Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, okay. Waffen. Boah. Gasmaske da. Ah, da Wundbenzin. Ah, okay. Da ist auch Bleichmittel. Zucker. Ja, ist ja das schön und gut, aber an dich suche ich ja eher Scotch und solche Sachen. Ich habe den ganzen Scotch hier rausgezogen schon, oder? Ah, ne. Hä? Eigenartiger Alkohol? Wo ist denn der Einsatz hier? Doch beim Essen? Da ist er doch. Hä? Haben wir gar keinen Scotch mehr, ne? Anscheinend. War gestern. Werbungsgespräch. Ah, du hast gesehen, Werbungsgespräch. Ja, Ach, gut. Oder nicht? Ja, dass du alle. Verfälligungsgeschichte,
Ah, wir können den ganzen Stuff rüberwägen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ah, dafür ist der Shortcut da. Ja, das würde ich aber gerne wieder rübernehmen. Ist alles easy, aber so dieses ganze Loot einfach rüberzuschieben. I understand. Ich habe bestellt. Ja, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, hast du was geschickt gehabt? Ich habe das, ich weiß von nichts, aber herzlichen Glückwunsch, Ref. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall von mir, ja. Bist jetzt ein großer Junge, ja. Machst kein Kacki mehr ins Bett, ich hoffe. Bitte? Ja, also wär toll. Aber ich denke mal schon, oder? Meist haben wir 36 eigenartige Alkohol. Ist die Frage, haben wir für Glasflaschen? 71 haben wir noch, okay. Glasflaschen können wir auf jeden Fall immer mitnehmen, würde ich sagen. Kann nie schaden. Ich kann alles mitnehmen, was verfault ist. Ob man nicht verfault ist, auch mitnehmen. Wir haben ja noch Platz und dadurch. Scheiß drauf. Wenn wir wenigstens irgendwo einen Druckluftspeicherzugang hätten, wäre das schon sehr hilfreich. Aber haben wir leider auch nicht. Nachtklee. Wann ich die Zutaten für Heise. Auch packe ich mal die Eiswürmchen ausmachen. Ich brauche nämlich jetzt kein Eiswürm mehr machen, weil es ist eh kalt. So, bloß wir jetzt Eiswürm machen gerade. Ganz vergessen gehabt. Muss jetzt warten, bis sie wieder abgeschmolzen sind und dann kann ich es ausmachen. Morgen gehe ich auf ein Konzert. Ich weiß bis jetzt von gar nichts, aber viel Spaß, wie ich sagen darf. Ich werde morgen mit dem Argo-Winkelschleifer suchen. Before we begin, please listen to a personal message for our prudent friend. The fox is in the henhouse. The fox is in the henhouse. Who's our prudent friend? Okay. Guck es mir aus. Bitte ruft hier an und irgendwelche Codes durch. Ich weiß auch nicht. Vielleicht willst du mehr verwendet fertigen Blutung zu verlieren in den Glücksfall. Okay. Ja, also wir haben 4 Stück. Ich habe nicht so viele Crafting Ressourcen, wie jetzt nicht so super viele craften davon. Ja, der ist schon ausgeschalten. Hier dran waren. Lass mal Wasser auffüllen. Das ist keiner. Nee. Ich will mich hier auf Straße lassen, weil macht keinen Sinn. Hey, Bitch! Okay. Oh. Ja, die sind dumm, okay. Ja, okay, das ist eine Idee. Von dir wegzulaufen, das ist dann kein Problem. Oh, Eiswürmchen ist fertig. Sehr gut. Muss halt, bis die Eiswürfel da von dieser Apparatur weggeschmolzen sind, von dem, ne, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Gitter halt, ne? Damit ich es ausmachen kann. Sonst bleibt er da ewig dran und das ist, ne. Kann ich eigentlich jetzt einfach hier durchgehen? Theoretisch ja, oder? Ja. Die Ausgangssperre gilt bereits. Oh, fuck. Muss erstmal umziehen auch, sonst gibt's wieder Stress hier. Just, watching the day go by. Kann ich hier nicht warten? Ich brauche ein Bett, ich brauche ein Bett. Da habe ich ein Problem, weil die Bobbys mich alle hassen, weil ich Ausgangssperre da ist. Das dürfen wir nicht rausgehen. Deine Bitch! Oh fuck, du kleine Hau, Alter. Nee, ich hau euch ab. Tschüss. Ihr seid dumm. Gut.
Die muss dann schlafen bis 7 Uhr. Oh, wir werden sogar. Okay, ne, kann nicht voll. Okay, nur mal so. Sweet dreams, Arthur. 85% ist auch voll okay. Du machst den schicken Anzug an, ne? Mir eh nicht gefallen, aber ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Wird Stress hier, kleine Bitch? Oha. Oha. Die sind aggressive, die Dudes hier. Kommst du hoch? Oh fuck, kommt hier rein! Huch! Gottes Willen. Komm mit rein. Kommt mit her. Kommt. Who are you hiding from, you bloody lurker? Oh ja, ich komm wirklich durch. Who are you hiding from, you bloody lurker? Bin ich durch, oder? Oh, was? Bandit. Sie kann doch hier rein! Oh, lol! Hat dich gespottet? Au! Mr. Bobby! Mr. Bobby, Sir! Mr. Bobby, helfen Sie mir! And I won't smash your face! Scrounge this! Oh, ich hab den Bobby gehauen! Als ob! Das juckt ihn einfach nicht! Jo, sie verkloppt den Bobby, das juckt einfach keinen, oder was hier? Es juckt doch keiner, dass ich hier renne? Als ob, Alter. Der Läufer ist mir... Und morgen, ich habe ein Konzert, wo mein, wo ich für den Chef schon gekocht habe. Die Chef gekocht? Kleine Bitch! Danke! Ich wollte es halt... Ich staune, dass einfach die NPCs einfach hier einfach nicht drauf reagieren, wenn die hier mit reinkommen. Ist einfach egal. Klar, die versuchen sie zu verkloppen. Aber den Cops ist es relativ egal, wenn die Freudlosen hier sind. Interessant, dass die KI doch darauf gar nicht reagiert, auf die anderen Bürger hier. Die zerwarfen sich zwar die normalen Bürger hier, aber die haben halt nicht, die anzugreifen, weil sie halt so pissig ist und auf uns die ganze Zeit einschlägt, also. Nicht schlecht. Lovely day for it. I'm so looking forward to the Battle of Flowers. Aren't you? Oh je. Yeah. Ja, und weil ich Mittwoch zu spät gekommen bin, musste ich noch eine halbe Stunde länger bleiben und dem Hausbesitzer helfen. Ja, aber richtig so oder nicht, findest du nicht? So, also, wenn du zu spät kommst, dann musst du die Zeit halt länger bleiben, so. Basically, ist halt auf Arbeit auch so. Wenn du halt, klar, verschläfst 2 Stunden. Ja, klar, wenn ich jetzt 2 Stunden verstanden würde, wäre jetzt nichts super Wichtiges, dass ich ausfällt, wäre jetzt... doof, ne? Aber dann muss ich halt irgendeinen anderen Tag halt die 2 Stunden länger machen oder die Tage verteilt halt so. Ist halt normal, oder? Ich finde es jetzt nicht schlimm. Muss ich sagen. Blumen. Muss ich ein bisschen Medi-Stuff hier wieder craften. Können wir uns ja jetzt schon craften, oder? Können wir uns Medi-Stuff craften? Heilbalsam? Oh yes. Kann ich schauen, ein bisschen Heilbalsam im Inventar zu haben halt, ne?
Wie sieht's aus mit Dietrichen? Oh, yes, Dietriche. Doch. Wait. Metall hat er. Ah, wo sind die denn? Wait, kann ich mit allen Sachen craften, die ich auch in der Druckluftbox habe? Glaube, oder? Das habe ich nämlich definitiv nicht im Inventar. Ah, das ist geil. Ich brauche nicht... Ah, ich brauche einfach alles. Also ich kann alles. Ah, okay, ich verstehe. Das ist gut gemacht. Ja gut, aber über die ganzen Wochen, Treff. Über die ganzen Wochen. Und boah, da bist du halt schon locker mal eine Stunde zu spät gekommen. Dafür, dass du das geschwänzt hast da. Nicht eigentlich fair. Relativ. Ich meine, das tut dir jetzt nicht weh, mal eine Stunde aus mir zu helfen, oder? Musst du jetzt auch nicht super die komplexen Aufgaben machen, oder? Wo so, ja, hier müssen jetzt Laub fegen. Ob du es jetzt auf Arbeit machst oder ob du es jetzt mit dem Hausmeister machst, weiß ich nicht. Komm ich aufs Gleiche hinaus, oder nicht? Ich muss auf Klo, geil. Aber in dieser Stunde habe ich eh nichts. Dann ist doch eh egal. Dann gibt es gar keinen Grund, mich zu beschweren. Wenn du eh nichts machen musst, dann ist doch chillig. Voll laut. Wir sind aber glücklich. Ach stimmt, wir wollten echt zu unserem Dealer um die Ecke. Gute Frau, ich glaube, ich sitze ein bisschen komisch, oder? Lovely weather. I hope the baker comes back from holiday soon. Muss ich den Hausmeister Unkraut jäten? Ja. Das ist nicht die schlimmste Arbeit, ne? Wie ging es zu dem Händler-Dude, ne? Hallo, Mr. Händler. What's your fancy today? What have you got? Yes, das will ich haben. Kaufen. Kaufen. Jo, oder nicht, oder bitte? Und jetzt, unter dem Tag, können wir ein bisschen eigenartigen Alkohol andrehen. Oder 16, Alter. Ein kleiner Dude, der ein bisschen scheiße an, Alter. Yeah. Oh, yes, Alter. Guck mal, unser Cash, Alter. Sei kein Schicksal, Alter. Yes! Na, gibst du mir ganzes Cash, ja? Warte, er ist jetzt im Tag, können wir es jetzt zurückkaufen? Wir können zurückkaufen. Für einen mehr. Okay, verstehe. Ich verstehe. Ja, aber guck mal, wir haben jetzt ihn richtig pleite gemacht, ja. Aber haben ihn richtig viel abgekauft davon. Anscheinend gibt es auch kein Limit, dass er so gesagt, ey, ich habe genug von dem Item, will ich nicht mehr. Nö, wir können einfach alles verkaufen. Das ist gut, wir können zum Müll zu ihm traden. Aber die Safe-Knack-Sache und sowas, das ist schon ziemlich sick, die zu haben. Was gibt's Neues bei dir? Achso, ich beschwere mich nicht, habe ich nur erzählt. Achso, okay. Ich bin gerade beim Serverschrank dabei. Hab jetzt alle Sachen da, außer den Luftfilter noch. Ich werde jetzt nach dem Stream heute schon mal anfangen, das alles nahe zu schrauben, weil ich muss alles rausschrauben. Ich muss die für Seite legen, Serverschrauben, ich muss ja unten und oben Löcher reinschneiden, um dann zwei von solchen 140 mm, so einen riesen Lüfter, so groß einer, so circa, reinzupacken halt, ne? Dazu habe ich einen Winkelschleifer noch gekauft, also eine Flex, ja, mit Akku. Und das ist echt ziemlich crazy, ich bin ziemlich geil, ja, ne, macht Bock auf jeden Fall, freue mich drauf, mal gucken, wie das wird, ne, denke aber, ganz gut, was sonst halt, ne, nur auf Klo, ja, und damit sind wir in Cash, ne, aber ansonsten, gibt es wieder irgendwas anderes Neues, so wie gesagt, ich überlege gerade, ja, ich hatte halt Bereitschaft, na, war viel los, check, gut, schon gesammelt, aber ich sag, da muss ich nächste Woche machen. Gerade beschäftigt mich viel der Serverschrank. Ich habe die falschen Luftbilder bestellt, also den größten gebraucht. Ach. Ja, dann gucken, ne, dass die Lüfter da anlaufen über den einen Anschluss, dass sie nicht zu viel Strom ziehen, dass sie überhaupt starten. Und meine Güte. Ja, Probleme. Ich muss aber kurz auf. Ich habe ganz Hunger. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Na, ich habe keine Ahnung. Kein Plan.
Oh, ich glaube, das interessiert einfach überhaupt nicht, weil Serverschrank und Lüfter und bla, das ist. Ja. Das ist nichts Wichtiges für dich halt, ne? So, bringt mir der Blumen, bringt mir auch nichts richtig. Gibt halt auch keinen geilen Scheiß. Machen sie die ganzen Knackwerkzeuge, Rohsfleisch. A nod's as good as a wink to a blind bat. Am I right or am I right? Wir haben das Teil sabotiert, ja, genau. Geiles. Keiner. Achso, klar. Wir haben den Regenmantel nicht mehr, oder? Okay. Luke auf. Die Enthüllung. Luke auf. Maidholm finden. Okay. You take your joy immediately. Nur kurz mal speichern. Weiß nicht, bedroht, wenn die alle jetzt pisst werden. Should clear up soon, I imagine. Right as rain. Right as rain. You take your joy immediately. Oi, you. Get down from there you right take now. Take your joy immediately. Come out. Come. For a minute there, I thought I'd have to do my job. Den Klettern vielleicht, ich komme auf den Boden zurück und ich komme zu meinen. Oh, ist aber egal. Lovely day for it. Right. That's better. Wenn wir mit ihnen reden, ist ihnen das nämlich wieder egal. Mehr Haieblumen. Sehr gut. Ich hab's eben gelernt. Jeder Müll ist sinnvoll und im Endeffekt, wir brauchen halt Kapitalplatz für alles. Da Wandel. Was? Was du nicht brauchst, etwas, was du brauchst. Roter? Alright, right-o. Das Pfandhaus oder was? Ooh, look at that. Der Bruder hat guten Stuff hier, oder? Fertige eine Werkbank und stelle ein Stück Dinge her. Klingt nicht schlecht. Leuchte, mir sagt Zucker, anständige Schuhe. Kannst du laufen? Reitschiffe gewährt. Leichte, aber geräuschvolle Panzerung. Schneller Ausdauer beim Sprinten. Ja, das ist doof. Jubel. Reaktiv. Was? Kann sich. Na, fertig ist das. Ja, Reparatursatz ist. Genau, zwei Reparatursatz. Ford. Pickup Maschinenteil. Teilrohr. Kaffee. Rohrventil. Messgegenstand. Okay. Verbessert den Fluss. Nö, aktuell. Nicht so. Bitte halt ernst dafür. Auch 60, okay. Also so gleich. Leere Energiezelle, nice. Ich würde gerne mal die ganzen Energiezellen laden, halt auch einfach mal, ne? Und war da auch drunken. Ach, immer nur eine Energiezelle aktuell, ne? Ich habe Energiezelle laden, scheint mir trotzdem nicht schade im Endeffekt, ne?
verborgen. Steht da oben nämlich. Aufladen. Ah, fuck! Oh, scheiße. Okay. Ja. Easy peasy, wenn wir verstecken. Ich hab Bock auf Snacks, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Bock auf Snacks, ich hab Hunger. Oh, fuck! Ich hab mein Abendbrot. Ich habe mir geile Brötchen gekauft und Lachs. Und ich habe mir so ein. Kennt diese Stände? Es gibt so für Peperonis und solche Aufstriche und sowas dort manche Stände. Und da gab es Honig-Senf-Aufstriche. Dazu, Alter. Das ist doch perfekt. Für einen. Butterstrich. Also für einen Lachs. Ja, Mann, die sind immer noch Piss. Ich verstehe nicht ganz warum. Das gibt hier dieser Piss. Halt wieder raus, ne? Man würde nicht so richtig viel Sinn. Oh, hat das nicht gesehen. Muss ich auch nach dem Stream machen. Wollte ich nach dem Stream essen, weil es ist eh bloß ein alter Stream. Da geht's ja nicht so super lange. Oh, fuck. Ich muss ja morgen. Ja, Chief auf, um das zu schaffen. Das war wahrscheinlich ein Projekt, mal gucken. Wie ist das anders? Ich muss ja alles auseinanderbauen. Also ich habe auch kein Internet, weiß mein Server ist nicht da, also ich kann auch nicht streamen, also ich muss so alles zusammen und danach wieder so, wenn ich wenigstens die Löcher reinschneiden kann. Ich muss ja auch. Aber wenn damit die Leute nicht wach werden, dann wird James auch Winterschlaf machen und so. Wäre schon schön, denn dann. Bis nicht jeder hört, also nicht jeden wach mal damit. Okay. Dass man mal verbuggt, das verstehe ich nicht ganz. Ich hoffe, dass es das vielleicht irgendwas wie ein Eingang ist zu irgendeinem Basis oder sowas. You remember the victory? Who doesn't remember the victory? What the heck? Geht mit euch ab, Alter. Exactly did we run the war das. Warte, war. The Germans? Yes, the Germans. We never had the Spaniards visiting, did we? War das. War, sind sie auf einem Metal-Konzert oder Headbang die jetzt des Todes, Alter? Fortitude. Die sind auf Metal-Konzert, oder? Die waren. Fortitude and determination. I don't remember them leaving. One day they were just. War das ihr Problem, Alter? Er steht so da! Wirklich, ey! Everybody calls it the victory. Uncle Jack. Dieses Game, Alter. Dieses Game. We have a victory memorial camp. Alter, wirklich, ja. Victory meet. Ohne Worte. Ohne Worte. No, of course not. Exactly. Ridiculous. Maybe I had a pop of joy before I. You take your joy immediately. Ich nehme gar nichts immediately, Alter. Und es ist dann echt weird, oder? Machen so ein bisschen das ganze Feeling kaputt. Das ist für den Hinterhof. Ah, wieder so einer. Okay, verstehe. Machen wir diesen Park schon mal? Glaub noch nicht, oder? Ja, tolle Matena. Stört dich nicht, finde ich gut. Es wirkt alles so immer schlimmer, umso weiter man geht. Ich dachte, es ist ein gutes Game. Ist auch jetzt ganz cool, aber es wird immer schlimmer, oder? Mittagspause. Ah, okay.
Hab ich eine Basis? Yes, Alter. Geil. Ah, hier ist eine alte U-Bahn-Station. Da musst du irgendwo eine Base haben halt, ne? Station während Verschönerung geschlossen. Poor guys. Oh fuck. I suppose there are more lingering ways to go. Also als Elektriker kann ich euch sagen, hier ist Strom. Oh fuck, Alter. Arbeitsbereich, Ruhe bitte. Ja, wo schalte ich den Strom aus? Scheiße. Oh fuck. Still a bit sloshy. Oh Gott, das wäre. Place for giant octopi. Wasser ablassen. Feuchtes Tagebuch. Ja, okay. Stehe jetzt hier Wasser ablassen, bevor wir Strom einschalten. Macht absolut Sinn. Ja, beim Klo aber kurz spülen. Okay. Pumpen mit hier öffnen und halten zu erfluten. Verhindern. Okay. Ah, nice. I can find the switch again. I'm in business. Nice. Ich muss mal bekommen. Das Rezept wie noch. Muss deine Helfer. Das können wir aufrüsten hier. Sportschuhe. Werkstatt aufrüsten. Oha! Beste Werkbank. Ich glaube, es gibt bloß ein Upgrade für die Werkbank, oder? Weil die ist crazy geworden einmal, oder? Kein Schatzverwehr herstellen. Ah, mit seinem Peter. Oh, das ist wichtig geworden. Was für ein Helfer? Okay. Bergungsweite, Speibombe. Wait a minute. Da ist ein Lüftungsschacht. Der muss ja irgendwo herkommen. Luki aktivieren, damit wir durchreisen können. No, I won't need to cross bridges to get here. Great, hier oben, oder? Oh yes. Wenn wir zum Start hier rüber konnten, ich glaube, es war zum Starten geht, oder? Ohne durch den Strom gehen zu müssen. Also hätte man nicht durch den Strom laufen müssen. Hätte man einfach hier und dann. Putz, ne, man. Ah, okay, verstehe. Ja, okay. Das ist wieder so ein geheimen Lootraum, also auch so mal ein bisschen geilen Stuff mehr, aber das ist leider nicht der Fall. Schade, schade. Das ist aber ein Bobby. Oh. Mignon, du musst dich mal kurz hier hinten in die Ecke gesehen, Alter. Alles ist irgendwie wichtig. Oh no! That feels entirely too good. Fuck, ich hab Joy genommen. Fuck, Alter, das ist ja normales, verseuchtes Wasser, Alter. Ah. Das ist jetzt nicht ganz so gut, ne? Jetzt im Moment da, um die Fernsehgestände direkt packen können? Ja, ne? Direkt bis in den Tarnplatz gesaved. Wir können auch da ein paar wegpacken.
Abbrechen. Geh so. Oh. Ja, da geht's ja noch ein paar mit. Okay, ich verstehe. Ich schon davon, so dass angefangen ist mit dem halt, ne? Okay, warum wurden die nicht gesackt? Verstehe ich auch nicht ganz, aber. Okay. Oder vielleicht noch einen zweiten, oder? Das war den wenigstens, So. Vor der Gitze können wir mitnehmen. Das Lager packen so halt. Na, mal 12 von der Gitze. Können wir hier in die Ladestation geladen werden. Aber das ist doch gut. Jetzt haben wir unsere eigene kleine Base hier unten. Würde ich kurz auch mal speichern hier. Denn wir haben jetzt wieder immer eine Base hier gefunden. Das ist sehr gut. Natürlich alles deutlich besser halt einfach, ne? Wie überall. Da waren sie hinter irgendwie so. Regenbogenfarben gestaltet, das ist mir neu. Liegt nicht an unseren Drogen, ne. War immer so schön. Vielleicht nicht immer. Sieht schon schöner aus, so halt auch, ne? Oh, wir sind Friedhof, okay, verstehe. Ich möchte irgendwie rein. Oh, du hast Freude genommen. Du siehst gar nicht gut aus. Leute werden das bemerken und sich über dich ärgern. Greifen. Du greifst langsam und schickst. Ja. Am besten, bis die Wirkung nachlässt. Ja, geil, Alter. Nicht geil, hast du also schon so einen Debuff bekommen. Ah, okay. Wenn du deine Freude nicht nimmst, können das Opfer, wo du ängstlich oder gewalttätig wären. Ja, ja. Ich gehe schon wieder zurück zu unserem Versteck. Trau, die Welt aussieht, Alter. Schnell unten rein. Gerade vorbeigegangen und ich wollte da keine Feuer nehmen. Ich wollte ja eigentlich die gechillt spielen. Vor allem, ich finde krass, wie lange das anhält. Halt so eine Stunde, okay, ne? Aber wirklich jetzt hier so, dass es so mehrere Stunden im Spiel anhält, um sich das ein bisschen abzubauen, finde ich halt viel zu extrem, oder? So, weil ich habe außer jetzt ein bisschen das genommen davon, so war nicht beabsichtigt. Oh, das Gefühl, fehlt irgendwie ein Haus, oder? Weiß ich nicht, weil irgendwie wirkt das so. Würde ich die Karte anhalten, ne? Was machen die denn da? What's going on there? The Bobbies won't like it if I get too close to that. Unless I look like a council worker, I suppose. I wouldn't get too close to that. You're liable to get quite a shock. What's gone wrong here, Constable? What's gone wrong, sir, is a complete lack of preventative maintenance. Council workers don't test the poppers anymore. They don't even see them until something electronic goes tits up. Just lucky one of the lads wasn't in there when it decided to become a spanker. So you're waiting for a council worker? I'm not holding my breath. But I hope one comes soon, because I've got places to be. I wonder how I can get a boiler suit. Wissen, wo wir einen Blaumann kriegen. Warte mal, ein Dude. Oh, in der Ecke rum. Ich take gar nichts immediately, Alter.
I've got stuff you don't even know you want. Mm-hmm. Come on. Yep. The best is the. Aber dann nimmt sich die auf. Enemy of the good. Beim Bobbyman. Mal gucken. Ja, ja, ich nehme gar nichts, aber guck mal, wie viel wir schon haben, ey. Hallo, Bobby. Na, ich bin Gemeindearbeiter und so, ja. Well, nice of you to drop by. It's all yours. You know, if one of these goes off while one of the lads is in it, we will have words, you and I. Hmm? I wonder if it was some sort of power surge. Hang on, I could induce a power surge if I can rig up a capacitor of some sort. Oh! Sehr gut. Elektros sind schon verfügbar. Crafting? Chemie? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das Journal? Schlüsselkarte Constables. Oh, was zum... Alter. Ich hab schon 6 Stück. Stimmt, ich habe ja schon ein 6 Stück. Denn. Ich weiß auch, wo es ist. Ne, den Platz da. Wir würden eine Gitzern da beuten. Da ist auch ein Elektroschloss. Weg mit euch Scheißviechern. Bin ihm rausgekommen. Gehen wir da rein. Ziemlich cool, ne? Das soll wieder weggehen. Okay, dann wird verstehen, ist mir egal. Wenn man in der Energiezahl nahen kann, ist alles gut. Da geht's ja mehr. Das Teil ist leer. Kannst du weg da oben abhauen? Komm, Kusch, verpiss dich da oben. Wir müssen also die Cards von Bobbys und snacken, um dieses Kurzschlusswerkzeug zu craften. Mit dem Teil los, warum ist das jetzt die ganze Zeit stuck, Alter? Nerviger Abfuck. Oh, it's been a while, hasn't it? Couldn't be better, thanks. Well, hello, dearie. Miss Pinefield. Was ist jetzt da campen, das Vieh? Der war jetzt richtig animiert. Ich laufe jetzt halt im Anzug wieder von der Gemeinde rum halt. Hallo Officers. Ich glaube, die muss ich nicht bestechen mehr. Die haben schon genug Intus.
Um ihre Regenbogenstraße habe ich noch nicht ganz verstanden. So, ihr lieber eigentlich den Regenmantel. Und ihre 80 Stunden kennen uns als der Druckluft, können wir eigentlich die Regenmantel holen. Der ist ja eh in der Nähe. So, eine Regenmantel holen für die Tante. Was für die Sidepass sind auch nicht unwichtig, wenn sie keine Skillpunkte geben. Wir kriegen halt Crafting-Rezept und sowas und das ist halt auch schon so verjährt. Das heißt, man macht da, okay, das denkt einfach so, ja, ich chill erstmal da oben einfach. Was sollen wir machen? Sollen sie machen? Ich glaube, hier lang mussten wir, ne? You take your joy immediately! Nö! Ist die kaputte Zelle? Ja. Darf ich überhaupt noch richtig? Ah, doch, doch. Doch, richtig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das finde. Aber ja, ja. Nehmen wir uns den Regenmantel und hoffen mal, dass mit dem Entland der Welt dieser komische Heißluftballon-Drohnen-Dings da nicht mehr stuck da oben ist und sich mal auf den Nerven geht. Ja, du scheiß Radio, gehst bitte aus, danke. So, Kleidungsstücke. Festgegenstände? Was wird auf den Regenmantel? Hm. Gerade was verlege die offizielle Sicherheitsschlüsselkarte nicht, die gewährte Zugang zu Bereichen der Stadt, die nicht für Zivilisten zugelassen sind. Polizei von Wellington Wales, endrige Türen und Tore, die von einfachen Schlüsselkarten Lesegeräte kontrolliert werden. Aha. Was suche ich nochmal? Regenmantel, ne? Muss doch hier irgendwo sein. Hier ist ja kein Regenmantel. Soll hier auch ein Regenmantel in den Kategorien gerade sein? 71 Flaschen. Der muss es hier irgendwo drin sein, aber was soll das sein? Was soll ich mal da? Yes. Okay. Bald ist hier Ausgangssperre. Ist das toll? Ist das toll? Ist das toll? Denke ich mal, obwohl noch nicht. Ah, ein bisschen länger dahin, bis dahin. Die ganze Zeit der brennt da, das ist auch eine Sache für sich. Ach, das ist hier auch. Take your joy immediately. Nö. So, ist die Drohne noch stuck da? Oh, sie will nicht mit mir sich anlegen, finde ich gut. Find ich. Okay. Reines Wasser, Brecheisen, Apfel. Okay, können wir damit entschärfen, ich verstehe. Jetzt, also Kotschließer, der ist jetzt nur zweimal nutzbar. Okay, verstehe. Ja, ist okay. Die Tür fährt auch noch 202, aber es ist 202, das ist besser als ich dachte. Eigentlich ist er bloß One-Way, aber nö. Anscheinend nicht. Jetzt sind die Sachen hier aus. Okay. Das war's. Mehr ist hier nicht drin. Hm. Okay. Ich dachte, hier ist noch irgendwas super Wichtiges drin. Und ich so, oh, geil. Irgendwie noch ein Safe-Knacker. Weiß ja auch immer, aber nö.
allow me. Look at him. Cheer. Okay. I don't see what all the fuss is about. Regt euch bitte nicht auf. Chill. Okay, ja. Chillt ihr? Kurz auf Klo und dann chillt ihr weiter hier. Bitte nicht verkloppen, ja? Danke. Yes. Sie sind nicht der Piste auf uns. Ob wir uns Hände noch zur Abwehr hochhalten? Nö. Sehr gut. Nix drin. Oder ob. Ah, das ist ja immer welche Ausreden dran, ich verstehe. Okay, gehen wir zur Tante und geben wir den Ringmantel, oder? Ja, der macht die ganzen Sidequests, die wir gefunden haben, aber ist auch nicht schlimm. Dafür sind sie ja da halt, ne? Ja, gucken, was die von dir bekommen. Hast du ein Rezept für irgendwas? Nee, ein Boot oder irgendwas, ne? Hallo, love. Oh, lovely. I can make something out of this. You are a dear. Oh, wait. I also need a sewing kit. Have you got one? Natürlich brauche ich noch ein Naked. Ey, das hätte ich das gewusst, dann hätte ich das auch gleich mitgebracht. Ach, shit, ey. Wenigstens haben wir jetzt die Sache, dass wir hier, Oh, Joy! Immediately! Dass wir hier einen Versteck haben oder einen Druckluftsprecher haben, wo wir hier ran können halt, ne? Das macht halt sowas von viel einfacher halt, die ganze Geschichte hier halt, ne? Dass wir nicht wieder Geld zurück in die Stadt eiern müssen, uns umziehen müssen und bla. Aber ich wollte mich schon wundern, aber ganz, Alter, was habt ihr das schon gesagt? Es würde mich echt wundern, wenn die nicht irgendwo ein Versteck wäre. Und das ist ja halt eben Versteck. Da wahrscheinlich relativ mittig so, ne, dass man halt überall hinkommt, wie in einem anderen City auch. So. Nähzeug bitte. Ich würde gerne noch so einen OP-Perk haben, dass man einfach, alles von überall auf den Druckluftsprecher zugreifen kann, wäre schon richtig cool. Oh, ist doch nur, wenn man sich versteckt. Oh ja, okay. Irgendwie suchen können, aber ich finde hier gerade kein Nähzeug. Bobby Pfeife, ja, okay, cool. Aber Nähzeug. Da ist eins. Okay. Welche Sachen haben wir gerade noch angezeigt an Mission? Ich mach das und das ist angezeigt. Oder? Ah ja. Das ist, wo es unterirdisch ist. Hier ist keine Gleiszugangsluke. Simon sagt Kirche, okay. Auch noch eine Sache. Die Station kann man theoretisch einfach ausschalten mit so einem Elektrostoßpuls-Dingens-Kirchen-Gerät-Dings. Würde ich mal behaupten. Aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Gut, die steht auch frei. Vielleicht muss man mal hinten rangehen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß noch nicht, was sie machen. Ich würde sagen, da spawnen Bobbys drin, ne? Und damit werden sie geportet. You take your joy immediately. Nein! Guck, siehst du, ich gebe keinen Fick drauf, was du sagst. Komischer Bildschirm, Alter. Der mich schocken will. Hello, love. Ja. Did you bring me a sewing kit? Ja, klar. Hello, love. Did you bring me a sewing kit? No. Oh, that's exactly what I needed. I promised to teach you the secret, didn't I? Well, listen to this. You make the hole first,
Then you put the needle through. You got that, dearie? Yeah. Gloves, boots, another raincoat. You can make anything rubbery that way. Ja. Neue Sachen. Eine Hülle. Oh, ein Gummi. Was auch immer. Gummi Catsuit. Was auch immer der macht. Sichtbarkeit komplett, Alter. Das ist okay. Hülle, die den ganzen Körper mit Gummi in Gummi reduziert. Stromschläge alarmiert alle, die keine Gummi. Die keine Gummifetischisten sind. Das schreiben sie hin, Alter. Frage, die ist im Stromschläge reduzieren. Okay. Das ist aber. Das ist cool. Das ist cool. Das ist geiler Shit. Du erhältst Wasserfilterpatrone. Du erhältst 3 Fähigkeitspunkte. Wait, what? Ich habe eine Wasserfilterpatrone erhalten. So fick. Ich habe eine Wasserfilterpatrone erhalten, wenn ich das geschafft habe. Wo will ich eine Wasserfilterpatrone erhalten? Oh, geil auf jeden Fall, aber wo ist sie? Ah, noch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Auch nicht schlecht. Und die eher, wenn du entsprichst. So, ich habe. Ah, okay. NPCs zu sprechen verringert den Verdacht umzulaufen. Okay. Wie gesagt, macht schon Sinn, diesen Zweig weiter zu skillen, hier zu verfolgen, weil wir dann das halt machen können, halt, ne? Lade ich Sachen ja auch, halt, ne? Vorzubereiten. Immer das hier. Sprinte leise. Oh, wir können leise sprinten, dass uns keiner hört, oder was? Oh, lol, okay. Sprinten macht nicht mehr Geräusche als gehen. Okay. Liegt schon mal ganz nett. So, Quests. Haben wir hier noch irgendwelche? Hier noch Fragezeichen. Okay. Mal gerade durchgehen. Mal gucken. Der untere Stadtbezirk hier, ich verstehe. Es ist wirklich relativ mittig, das Haus. Da muss die Brücke, ne? Moment, die gleich mal richtig animiert. Ich gucke hier vor sich hin. Auch irgendwie funny, oder? So, was hier, also, klar, es ist halt auch ein Open-World-Game sozusagen, ne? Es ist halt hier nix mit. Ach, Kaltstimme. Nicht mal, was V steht da. Aber, dass ich schon so schnell die runter. Regel mit der Animation weiß ich nicht, ne? Man sieht es halt teilweise. Oh, what the heck? Gibt es nichts zu sehen. Aber der Schlüssel ist erforderlich. About bloody time. What kept you? Oh, lovely. Another broken motorline pipe. I hope no one's breathing there. Groß war überzeugt, das zu öffnen. Ich hab dir kurz dein Lunch geklaut. It smells like something burned down. Oh. Okay, wir brauchen hier eine Gasmaske. Wir brauchen hier eine Gasmaske, definitiv. Wir können ohne Gasmaske nicht ran. Okay, verstehe. Das ist genauso, als wenn du gerade auf Klo war. Wir brauchen aber danach eine Gasmaske, ja. So, das Gute ist, wir haben eine hier unten drin. Heißt, da ist kein Problem für uns. Wir... Okay. Die chillen auf dem Boden. Da. Und so ein Jumpstick, so. Weil wir den Mitarbeiter, der Gemeindemitarbeiter auch noch anhaben, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir jetzt halt da easy peasy raten können halt, ne? Das sind da reinlassen halt. Und wenn wir Elektro-Dings hatten, konnten wir uns auch easy peasy öffnen. Weil wir keine Gemeindeschlüsselkarte haben, weil wir noch keinen davon hatten von denen. Wäre natürlich auch noch toll, aber. Ah ja.
I think the fog has actually gotten worse. Fahrtreparatursatz. Okay. Wir werden einen Reparatursatz craften. Okay. Weil der Metall war nicht. Oh, that's a real nasty piece. Super, isn't it? Easy peasy hier. Sorry, sorry, just did that. Nichts passiert. Fuck. Und jetzt? Ist einfach kaputt. Bloody hell. Oh, you can smell the fog from here. Explodiert es einfach jetzt? Oder wie oder was? Oder war das jetzt mit der Quest? Endgeräte, die. Was? Die Dr. Faradays. Ja, was? Erntegerät für die Molitpfütze verwenden. Lovely day for it. Righto. Modetit Erntegerät. Ah, haben wir doch gar nicht. Okay, verstehe. The fog seems smokier. Okay. Wir tragen hier. Da ist die Kirche. Und dazu Kirche. Da haben wir auch noch irgendwas. Okay, also wir müssen irgendwann noch ein Modetit Erntegerät. Wahrscheinlich wieder mit unserer Energiezentrale oder irgendwas. Wir können es wahrscheinlich einfach davor früh einfach herbekommen. Ich bin nicht gedacht, dass es einfach kaputt geht. Statt Wochenende, also wird das Pause schon da im Urlaub. Lovely day for it. Wait. I forgot to tell you the punchline. Hold on. Ah, das ist ja. Not Harry. Doch nicht. Yeah, oh, that's done then. Couldn't be better, thanks. You know, I think we wear the same size. Yeah. Okay. In die Kirche rein halt, ne? Da, und zwar die Simon sagt Kirche. Was haben wir eine Quest dazu? A joy detector. I better take my joy. Ich muss einfach umgehen. Mal gucken. Ich kann nicht wieder Freude wieder reinprügeln. Das kann ich schon wieder machen. So someone's finally made a religion out of Simon Says. Well, I suppose they all are, really. Wait a second. The winner gets a medal. And on all their suspicious looks, I bet, you can trust a man who wins at Simon Says, can't you? Mm-hmm. That'll never work, Arthur. You'd be up against people who devote their lives to Simon Says. You have to see who wins and then take the medal from them. Well, that's a plan, I suppose. Are you here for the Simon Says? Der Alarm hat die Dings ausgelöst und hat die Dings rübergeschoben, wir waren zu schnell dran. Oh, if you see Nick Lightbearer, would you let him know we're waiting for him? We've been waiting for him for ever so long. He's supposed to call the tune. Der Kirche bringt. Okay. Denn auch 5 Punkte halt auch, ne? Pathisch. Jeder weiß, wo Nick wohnt. Ich muss
und dorthin gehen. Das ist okay. Sympathie für die Lightbier. Okay. Dann hassen wir mal dahin. Haben wir noch so ein bisschen Midi-Shit mit hier? So, hier ein bisschen. Geilen Shit. Oh, zum Craften halt und so, ne? Es ist immer halt ziemlich delicious halt, nur zusammen zum Craften hier, ne? Nichts mehr drin hier, die ganzen Sachen. Ach, so was dann, okay. Wir müssen ein bisschen laufen, ich verstehe. War denn hier im Park schon mal drin gewesen? Move along, please. Oh, oh. What's done is done. Nothing to see here. The past is history. Now, now, mind your own business. Mm-hmm. Yesterday is no place to live. Okay. Speichern? Ich weiß nicht, ne, was jetzt alles hier nicht verstecken müssen, weil ich jetzt irgendwas wieder verkackt habe. Bloody hell. Oh, what? You can smell the fog from here. Jo. Would you like this? Vielleicht? Vielleicht? This is for you. Na? Habt ihr jetzt Bock auf mich, ja? Guck mal, verstehen uns da Freunde. Oh, that's a real nasty piece, super, isn't it? Fucking hell! What are you doing there? No, down us here! Get him, lads! Say good night! Da ist mir Gasmaske verreckt hier drin, ich weiß nicht. I'll fix you. Okay. Okay. Hauptmenü, yep. Dann. Weiß nicht genau, warum die jetzt Piss waren. Weil eigentlich haben sie ja bestochen mit dem Sofen an. Ich bin mein Verständnis davon, wenn wir sie bestechen, dann können wir halt einfach vorbeigehen, oder nicht? Aber das ist ja der Sinn von Bestechen, oder nicht? Oder, also, habe ich die ganze Zeit vom Bestechen nicht verstanden? Weiß ich nicht, dass der Sinn vom Bestechen oder nicht, dass wir einfach ein Auge zudrücken mit dem, was wir machen. Das ist dann einfach egal. Oder nicht? Alright. Alright. I hope you like this sort of thing. I just want you to know that I appreciate what you do. Well, that's dreadful decent of you. Mhm. Flaschen weglocken, ich weiß nicht. Das hören wir nicht mehr. It smells like something. Ich sollten sie mich nicht erkennen, ja. Es ist schon richtig, so wie ich es gemacht habe. Was sagt denn die Quest hier aus, die wir gefunden haben? He had a short spike. He could have disarmed the trap. Why didn't he? Oh, of course. Joy makes you forget. Hmm.
Okay, also ein Codeschließer. Den Peter für einen Codeschließer bekommen, oder was? Oh, Klebeband und Bobby. Das war die ganze Aufgabe von dem ganzen Shit hier. Ich verstehe. I think the fog has actually gotten worse. Also, der hat einen Bobby-Freund da vorne. Also, okay, verstehe. Bestechen funktioniert irgendwie nicht immer. Man ist ein bisschen verbuggt. Das ist ein bisschen sad, so. Aber okay, ich understand, wie das Ganze funktioniert. Also, wir können, ne? Das ist auf viele Arten lösen. Wenn wir eine Keycard haben und eine Maske, können wir so hinterher ranschleichen. Wenn wir aber auch einfach ein bisschen Alkohol haben, können wir einfach auch ein bisschen drunk machen, dass sie einfach gar nichts mehr checken und einfach das stehen und einfach ihr Leben chillen. So, was gibt's denn noch für Sachen hier? Achso, hier gibt es jetzt auch noch. Haut mir irgendwie zu denen. I've got your attention, haven't I? Making beer. It's like making tea. Weiß nicht, wenn die Ausgangssperre beginnt, ne? Wäre ein bisschen doof, wenn wir jetzt mit der Ausgangssperre müssen. Wir natürlich die ganze City rennen hier. Müssen wir raus aus der ganzen. Wir müssen raus hier, ne? Ah, fuck. Sympathie für. Ja, aber. Bobby's. Lafayette hier muss. Muss über das Badezimmerfenster hineinkommen. Ist es verbuggt, Alter? Weil der Waypoint, den sie mir setzen, der ist halt. Ach doch, um die Ecke hier. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt bekommen, bis jetzt früh halt, ne? I miss my old bed. See, flour provides the sticky gluten that holds bread together. Two cups to one cup of flour. It'll have a more crumbly or cake-like consistency. I love a crumble cake. Don't you? But you could always eat it in a bowl with a spoon. After all, it's going to look the same when it comes out the other end, isn't it? Well, so much for used barley. Ja, weiß nicht, und oh, sieht nur so aus, es wird gerade renoviert. Da ist ein guter alter Bobby an der Vortür. Ich muss über das Badezimmerfenster hineinkommen oder so. Oder so, basically. Oder einfach das hier hinten halt, ne? Darf ich hier hin? Ist nicht verboten für. Jetzt ist also gespawnt. Gesehen. Ich kann leider mein Freund, mein Joy, Alter, ist immer noch richtig hoch. Okay. Hier war nicht mit. Ja. Alles mitnehmen hier. Okay.
did it. I know they did. Oh. Rein gemacht. Die Frau. Oh fuck. Jo, was, Alter? Die wirft mit Steinen, ja, Alter. Das scheiß Ernst, Alter, Frau? It's not personal. Muss ich kurz mir in den Raum eintragen. Tut mir leid, ne, aber. Schmutz, Alter, mit dir. Sind einfach alle so mit Steinen verstellt. Was für ein Kack, Alter. Energiezelle, nice. Nice. Wait, was stand da eben noch? Ah, das ist schon verbannt. Oh, nice. Ah. Gibt's natürlich auch. Mehr von denen mit dem Konikutsch sind, die sind geil. Und hat Logo wichtig. Wird so verstecken, okay. Ja, okay. Wir können die nicht triggert. Wir wissen, okay, Wasser dürfen wir nicht nehmen. Das haben wir mit euch schon gelernt. Nebel Leon 0. Hallöchen, Hallöchen. Willkommen im Stream. Wie geht's? Wie steht's? Worum geht's im Spiel? Oh je. Wie erklärt ihr das am besten? Also, wir sind in einer super weirden Gesellschaft hier. So. Und wir sollen einfach Drogen nehmen, damit die Welt schöner ist und so. Und wenn wir die nicht nehmen, werden wir richtig halt ausgegrenzt und werden einfach so in die Ghettos abgeschoben, so. Und, ne? Wie sollen wir unsere Freude nennen? Ja, Freude, nimm deine Freude, so eine kleine Pille und dann geht's dir gut. Und dann siehst du Regenbögen überall und so, ja. Wir haben halt keinen Bock mehr drauf gehabt. Wir haben eine Behörde gehabt, die so einfach so Nachrichten zensiert und so. Und irgendwie sind wir einfach auf den Regenwagen gekommen, so, Alter. Das hier macht einfach komplett falsch, ne? Und wurden, mussten aber dann flüchten und versuchen, aber das System, würde ich sagen, so stürzen, grob gesagt, glaube ich. Würde ich denken. Tiefe Balken. Gucken oder was? Oder schwippen. Okay. Oh fuck, Alter. Oh shit, Alter. Richtiges Stop and Run hier. Oh, mein Leben ist auch ziemlich niedrig. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen Heilung nehmen hier. Und was trinken hier? War auch nicht schlecht. Ich will keinen eigenartigen Alkohol. Ich würde hier so reines Wasser würde ich gerne bevorzugen hier. Wofür müsste man. Man nimmt den Augen. Generell einfach, glaube ich, relativ interessant, oder? Sehe, wo ich hingucke. Oh ne, ich möchte nicht. So, wenn ich irgendwas rede, damit du halt siehst, was ich rede. So, was es gerade geht. So, damit du den Kontext dazu hast, oder? Nö. Finde ich ganz cool. Why do I always feel like I'm about to hurl myself to my doom? Okay. Ah, wo geht's denn noch? Das ist hier richtig. Okay, hier können wir nichts. Oh, Gottes Willen. Okay, müssen wir wahrscheinlich weiter runter hier, denke ich mal, oder? Jetzt wieder hoch. Ah, okay. Ah, nice. Metallteile. Dreckiger Verband und eine Feder. Sehr schön. Und natürlich auch viele Ressourcen, um mich Sachen jetzt zu craften, um irgendwelche. Gibt es hier keine. Verdammte Scheiße. Keine Metall. Oh, fuck, die haben wir gefunden. Hier gibt es ja keine Metalldetektoren, sondern Freudendetektoren, die mitkriegen, ob wir unsere Drugs nicht genommen haben. Wenn wir durchgehen, dann wird der direkt Alarm ausgelöst. Oh, fuck, ich hab getrunken und nicht ein Medipack genommen. Shit. Soll ich Medipack nehmen? Warum ist besser? Hab ich. Oh fuck, der hat es gesehen. Hab
ich dir schon mal gefragt, ob du game kannst? Kann sein. Oh fuck, Alter. Bitch, Alter. Du kleiner Ho, Alter. Piss dich alle! Die eure Alarm auslösen hier, ne? Größte Frechheit. Wirklich sind die Türen verschlossen, Alter. Bin ich hier, bin ich hier. Die Ausgangssperre. Oh shit. Alles mit bei denen, ja, Alter. Die ganze Einrichtung nehmen wir alles mit, Alter. Ja, yes. Nehmen wir, klauen wir alles einfach hier. Sind eh tot. Was wollen sie damit? Fuck, Alter. Ich wieder zumachen. Da kommen die Cops, Alter. Ich definitiv nicht hin. Die können wir nicht suchen. Sehr gut. Kühlschrank. Oh, eine Bratpfanne. Ja, nice. Herd. Nichts drin. Okay, hier ist nichts drin. Zucker habe ich dabei. Können wir den Apfel noch nehmen? Hallo, darf ich den Apfel? Darf der Apfel nicht nehmen, okay. Aber Wundmedizin nehme ich gerne mit. Das Tolle ist, hier ist Inventarplatz, also nicht Inventarplatz, aber es gibt einen Lagerplatz und der ist unbegrenzt. Das heißt, ich kann einfach alles mitnehmen, weil wir irgendwie alles zum Craften brauchen. Ich schmeiße einfach alles da rein, wenn ich es brauche, hole ich mir da raus und crafte. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Ich muss irgendwie gucken, so, oh fuck. Brauche ich das nicht. Scheißegal. Passt alles. Irgendwo hin. So, warte mal. Wo, wie bin ich jetzt dahin gekommen, wo ich eben war? Wie bin ich da auf das Gerüst gekommen? Was habe ich denn gemacht gehabt? Hier, nee, hier war ich vorhin draußen. Oben geht's doch weiter raus auf das andere Gerüst, okay. Da habe ich den Sprung verkackt hab. No high bei seinem Leben, ist bei full life. Oh shit, Alter. Okay. Hoch mit dir hier. Ach, jetzt können wir jetzt in sein Haus rein. Ich verstehe. Das war die ganze Aufwand war, um in sein Haus hier ranzukommen. Ah, oh, der macht direkt die Paare, ne? Daddy looks lifty. Aber Musensaft, oder? Ja, hat Geschmack hier. Können wir K.O. machen? Ne. Nix, ich hätte gerade durchziehen. Kurz mal hacken hier. Doesn't he ever have a cleaning lady in? You could grow things in here. I could take a few more of these and I wouldn't be down here anymore. I'm not like these waste tools. Ja, da Haufen Münzen. Yes, Alter. Wir haben alles mit. Yes, Alter. Ich freue mich mit Pene her, Alter. Nix über das Safe suchen. Erfordert nix Safe Code. Shit, die brauchen seinen Safe Code. Bist du sowieso. Brecht ja, der für Drugs hat, Alter. Heirate mich nach meinem Nick. Okay. Sanitol? Was auch immer Sanitol ist. I don't know. Lass mich einschließen, dass sie nicht reinkommen können. Gesperrt. Das ist gesperrt und soll ich es nicht mich jetzt Nick anziehen? Ich glaube nichts, wo es so eine Täuschung oder wenn es ja Baden was das ist. Könnte sein, oder? Übrigens, wir kommen an diesem Freudendetektor halt einfach nicht vorbei halt, ne? Did you hear something? We only want to help.
Der nimmt uns halt Freude hier, aber ich hab nicht so viel Bock drauf. Nobody knows, dass ich hier bin. Easy peasy Gamer Play, Alter. Das ist diese Strahl deckt dann, ob die ihre Drugs sie mal nehmen müssen, nehmen oder nicht. Und ja, ne? Lass die Jungs rufen. Dann hoch hier, oder? Nee. Fuck, Alter. Nicht so Typen auf. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Okay, verstehe. Hier ist der Security-Raum. Yep. Umkehr mit Coach dieser bitte. Du bist auch kaputt jetzt, ne? Jetzt haben wir keinen mehr. You'd almost think he doesn't like unannounced visitors. Mm. Ah, jetzt haben wir es entriegelt. Ich verstehe. Oh, nix Schlüsselkarte. Wo soll ich die her haben? Ich kann auch andersrum gehen, okay. Weil ich will nicht andauernd hier irgendwelche Spezial-Tools verwenden oder irgendwas. Ah, da ist Nick. Mr. Lightbearer. Duck! Sorry. The very large bats. No? Listen, they're waiting for you. Down at the church. You got any bennies? Bupos? Well, come on, man. It's you didn't bring an offering? I am the Lord thy God. Dizzy. Why don't we drink some tea? Oh, and how about a nice cold bath? A bath? Yeah. Okay. I was gonna have a bath. Okay. So, dann geht es ja ganz in der Hand. Bitte hört die ausräumen, Alter. Hier wollen zu craften auch. Mhm. Ja, da bist du ein Downer Boy, würde ich mal behaupten. Mit das Brot, ja, nehmen wir alles mit, Alter. Kurz mal hier Art genießt. Hm, da hat er gerade. Nice, Alter. Oh, geil. Hm. Na, scheiße. I could take these all the time and I wouldn't have any worries. Nick. The fans forget, man. They forget. And this is was? Why we mustn't disappoint. Nimm die Energietasse an. Power, man. Oh God. What the? I'm not gonna drink it. I learned that lesson. Oh, what the? Brilliant. Fuck, Alter. Simon says. Are you pondering what I'm pondering? Oh no. Oh no. Alles hier liegen, also okay. Nett. Die Schlüsselkarte von Nick. Da ist nichts drin. Er hat nichts mit. Aber Pillenflaschen. Pillenflaschen hat eine Menge, Alter. Er hat seine Freundin einfach gut genommen immer. Und eine Menge Spritzer. Der hat in dem Klo gekotzt. Ah, mein Junge. Das ist ja einfach zu Nick oder was? Hätte das Gefühl. Ah, Glastaschen. Ja, wenn wir eins brauchen, ist Glastaschen für den eigenartigen Alkohol im Endeffekt halt, ne? Come out, come out,
Lämmt, okay. Ja, machen wir das. Gut, ich will es nicht, weil wir sind ja auch. Ach, vielleicht hier oben noch Leute, oder? Ah ja, da oben die restlichen Leute, okay, verstehe. Kaltschild. Yes. Weg mit dir in die Ecke hier. Dann nicht. Will ich sitzen? Suchen jetzt irgendwas mit. Oh, better throw something away before something starts chasing you. Mich voll im Wetter? Oh fuck. Ja, okay, wir brauchen nicht so viel Bratfahrt halt einfach, ne? Verfaulte Apfel, verfaulte Apfel. Kann ich verfaulten Sandwiches stehen? Nee. Ah. Die Tasse. Glasflasche. Nee, kann ich auch die Reste haben hier? Freudenpille. Freudenpille und leere Spritze. Aber irgendwie habe ich doch zwei Steps immer gesehen, oder nicht? Quatsch, nice. Oh, die nochmal Flaschen. Weil ich würde sagen, wir müssen uns als Nick verkleiden. Achso, wir können. Ach, jetzt können wir die Vitrine natürlich nehmen, ne? Weil. Steht da als Quest, wir konnten es zwar nicht nehmen, weil das ja nicht unsere Quest war. Aber wer gestorben ist, sollen wir jetzt uns als er wahrscheinlich ausgeben. Und dann dahin jetzt sagen, ja, wir sind Nick. Nicks Vitrine entriegeln. Hm. Nichts wie weg. Oh, was? Nein. Achso, ich gucke, was da alles drin ist. Ich habe mein Inventar, Alter. Oh, shit. Ich habe es gar nicht gesehen jetzt. Ach, kacke. Okay. Shit, ey. Nee, ich hab geguckt, was ihr alles hat. Jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt irgendwie, ob ich jetzt irgendwelchen geilen Shit jetzt bekommen habe oder sowas halt, ne? So, weil. Könnte Zerbellen drin gewesen sein. Essen wird drin wahrscheinlich auch im Kühlschrank auch haben. I don't know. Hier noch irgendwas. Pff. Wahrscheinlich das hier halt, ne? Oh, das haben wir auch bestimmt. Oh, was? 130 wert? Wünsch du dir nicht auch eine Pille, die dich gesünder macht, ganz ohne Diät oder Sport. Das kannst du haben mit maximaler Gesundheit, dauerhaft und um einen mäßigen Anteil. What? Geil, Alter, geil. Ach, da war sein Face und sein Anzug. Inventarbeiterung. Oh, trage mal Zeug, erhöht das Höchstgewicht. Und der Überlast. Geil, Alter! Verwenden. Jetzt haben wir 129. 20, Alter! Geil! Geil, 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 geil. Ja, Konstantbeschlüsselkarte, bla. Naja, gut, jetzt haben wir alles überall gefunden. Wahrscheinlich ein bisschen Stuff noch so ein Nähzeug und sowas halt, ne? Okay, okay. Und das ist halt unsere Gesundheit dauerhaft. So, wir haben jetzt, haben wir. Ist irgendwo. Hitpots sehen wir ja nicht, ne? Da gebe ich mehr. Oh gut, okay, ne? Wir müssen auf jeden Fall uns Coaches wieder mitnehmen, ne? Elektrowerkzeuge da. Elektroschloss, Schöcke haben wir, aber Coaches aber auch noch ein. Warte mal. Wenn wir Coach-Schließer können wir uns zwar craften, aber die Elektroschloss-Schocker, da brauchen wir immer die Constable-Keycard. Das ist relativ pricey. Da macht er halt schon selbst, dass man skillt, was man die Flinten, Würge, Feinde bis zur Wurstlosigkeit, heimliches Katschen, ja genau, das, dass wir halt die ausstellen können und uns deren Keycards denken können, weil wir das halt dafür brauchen halt im Endeffekt halt. Ne?
Wahrscheinlich eher das nächste, auf was wir sparen werden würden. Würde ich behaupten. Ja, was so? Note, Akkord, Note. Und dann ging ja das Tüte auf. Jo. Gut, okay. Was sind Götze? Ich sage, machen wir erstmal einen Break für heute. Ja, 20:13 Uhr. Ist gut. Ich wollte noch nichts rausholen. Durchlooten einmal. Haben wir geschafft. Dann machen wir am Morgen weiter mit dem wunderbaren neuen Last um 15 Uhr. Mal gucken, weil ich bin mit dem Cyberschlag bis dahin. Ich lasse mich überraschen. Ich habe absolut keinen Bock gerade, weil ich gar keine Kraft habe mehr. Ne? Aber mal gucken, wie es mir morgen geht. Wir dürfen nicht speichern. Ja, okay, verstehe, ob wir es betreten haben halt, ne? Spiel. Oh, dann können wir auch weiter kurz mal noch. Und ich will noch eins gucken hier. Ah, darüber können wir vielleicht wieder hoch, oder? Wieder hier drüben hin. Da bringt uns einfach gar nichts, okay. Dachte. Da muss ich aber auch nichts außer essen. So, lass es mal hier speichern. Ja, hier den überspringen wir mal. Und dann würde ich sagen, wir machen uns morgen wieder zum Wunderbaren. Nice, schön, bis dann, habt einen wunderschönen Abend. Du hast da Fähigkeitspunkte gehalten. Oh, nice, warte, was? Wirklich? Wirklich 8. Nice, für uns noch nicht mehr viel. Dann können wir Constables ausschalten. Und Ärzte. Wir haben noch keine Ärzte gesehen, aber Constables gerade für die Bobby Keycards. Denken wir, die einfach nicht bekommen. Jetzt sind wir haben zwar einen, aber die brauchen wir halt, um halt in so Bereiche, wo nur Bobbys halt dürfen, reinzukommen. Deswegen. Gut, okay. Bis dann, Boys and Girls. Habt einen wunderschönen Abend, ja. Habt viel Spaß. Ich werde erstmal geil noch Brötchen mit Lachs essen. Habe ich richtig Bock auf Räucherlachs. Mal gucken, ne, wie dieser Aufstrich schmeckt, der so Honig Senf sein soll. Ich hoffe, das ist geil, weil sonst habe ich ein Problem. Dann muss ich den einfach holen, weil Honig Senf so auf Lachs, das ist schon richtig geil, ne. Aber, wie gesagt, habt einen wunderschönen Abend. Bis die Tage. Nicht bis die Tage. Bis morgen um 15 Uhr, kann ich sagen. Genau, bis morgen um 15 Uhr. Bis dann. Macht's gut. Habt einen schönen Abend. Ich werde mich ins Bett legen danach, Alter. Ah, ich muss den Server schon vorbereiten. Danach lege ich mich ins Bett. Ja, okay. Tschüssi.